natürlich ja. auch immer erst abzeichnet, ist ja, dass wir mit Dida, natürlich nicht nur mit Dida, sondern auch mit dem Album 4 gewinnt, eine Art Popgeschichte geschrieben haben, die sich jetzt, nachdem sie in diesen eben genannten Büchern fest verankert ist, auch nie mehr wegdenken lässt. Herzlichen Glückwunsch, Bruder. Toi, toi, toi. Du kannst dir sicher sein, dass ich mich für dich freue. Ich selber bin auch froh. Falls es dich interessiert, bis am Wochenende was Kartelliges passiert. Es war Sonntag und ich trinke Tee in einem Café. Und als ich diese schöne Wesen an den Tresen stehen sehe, gesell ich mich dazu und hab dir Benzin gestellt. Ja, ich gebe zu, ich hab getan, als hätte ich Geld, doch alles lief wie geschmiert. Das mache ich mir Sorgen. Wir reden uns verabreden uns für übermorgen. Ich wollte mit dir ins Kino gehen, stattdessen waren wir essen. Sie hatte den Film schon gesehen, ich hielt schon angemessen. Restaurants für separé bekämpft. Mein Mann hat sie die Rechnung dann bezahlt. Natürlich nicht, doch sie sagte zu mir noch, dass wir jetzt miteinander gehen. Seitdem warte ich darauf, sie wieder zu sehen. Ist es wieder am Eingang steht? Nein. Oder die dir den Kopf verdreht? Ist es wieder die mit dem dicken Pony allein? Nein, es ist die Frau, die Freiheit nicht ich kann. Es ist Dida oder Dida. Nach Dida wurde alles anders, Leute. Seht, wie ihr es wollt, aber wir haben damals mit Dida ein neues Eck aufgestoßen, das bisher die wenigsten kannten und von dem ganz, ganz wenige nur Notizen haben. Super, 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 super. Nämlich Hip-Hop und in unserem Fall dann eben Hip-Hop mit deutschen Texten. Dida oder Dida oder Dida oder Dida. Dida war für uns, wie auch fürs Publikum, wie für alle anderen eine Art Entjungferung. Es kam ein neuer Style. Und für uns kam der große Erfolg und auch plötzlich plötzliche Popularität. Der Erfolg verändert das Leben insofern, dass einen also plötzlich jeder kennt. Auf einmal waren wir in aller Munde. Wir hatten einen Mainstream-Erfolg, jeder kannte uns. Und wir hatten die Chance, unseren Popstar-Traum zu verwirklichen. Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Ich geb dir meinen Saft, gib du mir deinen. Gib mir deinen Saft. Die fantastischen vier im Platz. Hey, es geht um ja, Thomas, ha? Thomas, mhm. Wie fängt es an? Wie es anfängt, weiß keiner so genau. Doch im Grunde sucht jeder Mann eine Frau. Wobei so mancher Mann besser mit Männern kann. Und so manche Frau lässt lieber Frauen rein. Aber abgesehen davon läuft das meiste hetero. Wobei manch einer macht es gerne mal so und so. Manch einer muss allein seine Frau sein Mann stehen. Was immer noch besser ist, als sich an jemanden zu vergehen. Doch, zurück zum Thema. Es geht um Mann und Frau, um die Beziehung der Geschlechter und um den GV. Um alles, was sie immer schon hierüber wissen wollten. Und um alles, was sie besser nicht hierüber fragen sollten. Es geht hier um ein Thema, das jeden interessiert. Es macht das Leben angenehm und irre kompliziert. Ich kann es nicht verleugnen und ich will es nicht bestreiten. Es geht hier um den Austausch von Körperflüssigkeiten. Dann haben wir von Bravo über die letzten Billig-TV-Geschichten alles mitgemacht. Weil wir gedacht haben, okay, jetzt haben wir die Chance, jetzt nehmen wir alles mit. Ich bin Popstar. Erst viel später wurde uns bewusst, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, wie man sich selber sieht und dem, was die Leute von einem denken, weil sie nur ein Bild von dir im Fernsehen oder in Zeitschriften oder wo auch immer kriegen. Das ist der Blick einer Person, die einen erkennt. Guten Abend. Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Ich geb dir meinen Saft, gib du mir deinen. Gib mir deinen Saft. Oh ja, es geht hier immer noch nur um. Genau. Wir haben einen Nerv der Zeit getroffen, der einfach, das hat gefunkt. Das war plötzlich, zack, hast du einen Gassenhauer gemacht. Plötzlich wusste die Oma an der Ecke irgendwie, wer die Frau war, die Freitags nicht kann. Wir waren nicht mehr die Fantastischen Vier, wir waren Dida. Mein Bruder. Doch anstatt dem ganzen Dida-Hype zu entgehen, setzten die Vier noch einen drauf. Sie verkauften ihren Smash-Hit an eine Fruchtsaftreklame. Die Kritiker titelten totaler Ausverkauf. Um diesen Schock zu verarbeiten, veröffentlichten die Rapper zu Weihnachten mit Frohes Fest einen Song, wie er kontroverser nicht hätte ausfallen können. Als Dankeschön verbannte ihn die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften prompt auf den Index. Ho, ho, und pack die Geschenke aus. Und ich frag mich, holt er heute auch seine Route raus? Und als ich ihn dann mit der Mutti auf ihr Zimmer gehen sehe, dann tut das weh. Wahrheit, tut immer weh. Ich hasse diesen Typen und ich wünsche ihm die Pest. Ich wünsche mir eine stille Nacht und euch ein frohes Fest. Weihnachtsfest. Weihnachtsfest. Frohes Fest.
ein gesegnetes Weihnachtsfest. Ich glaube, ich mach mir der größte Schlag ereilte die Rapper Ende 92. Eine große deutsche Boulevardzeitung titelte Songklau. Die Fantastischen Vier hatten für ihren Smash-Hit vier Bassbläsersatztakte von Usher Putleys Ride Down There gesampelt und ihm dafür 5000 Mark gezahlt. Aber auch Putley hatte diese Sequenz gesampelt, und zwar von J.J. Kane. Dessen Verlag reichte eine Urheberrechtsklage ein, mit dem Erfolg, dass die Fantastischen Vier zu einem Schadenersatz von 600.000 Mark verknackt wurden. Danach hieß es erst einmal den Schock verdauen, um sich neuen Projekten zu widmen. Plötzlich hielten die vier Rapper Einzug in die deutschen Fernsehstuben und versuchten, den tristen Alltag auf ihre Art und Weise mit einem eigenen Programm zu erheitern. Die vierte Dimension. Die Fernsehsendung, die vierte Dimension damals, die, also eigentlich war es so, es geht um den Pay-TV-Kanal Premiere, und die haben ja auch ein unverschlüsseltes Fenster, also ein Fenster, in dem es jeder angucken kann. Und in diesem Fenster lief Airplay, eine Clipsendung mit Musikclips, und die haben neue Moderatoren gesucht für eine eventuelle neue Staffel und haben uns angefragt. Das ist nichts für Kinder. Obwohl er täglich Unsinn treibt, er trotzdem unser Bester bleibt. Wir haben mal einen Piloten gemacht, also eine Vorabversion, damit die Damen und Herren von Premiere sagen können, cool. Und dann haben sie gesagt, 26 Folgen, 20 Minuten, ein halbes Jahr lang, wöchentlich. Yeah. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Or is keine Zeit für Kinderspiele. Der Tag fängt an. Schon während der Produktion zur Fernsehsendung Die vierte Dimension begannen die Arbeiten zum dritten Studioalbum. Um eine gute Verbindung zwischen der Sendung und dem neuen Album herzustellen, beschloss man, denselben Titel zu wählen. Das Album verkaufte sich aus dem Stand 250.000 Mal und schaffte den Sprung bis auf Platz 14 der Charts. Doch danach ging es erstmal nicht mehr weiter. Anscheinend hatten einige Fans den Benztown-Vierer nach dem ganzen Dida-Hype abgeschworen. Du bist locker cool wie eine Beruhigungstablette. Und ich bin der Typ, der ruft, weil du nicht fährst, wie er es gern hätte. Die Musik ist ihm zu laut, weil er aus dem Fenster schaut. Doch dieser Tag ist deine Party, die dir kein Nachbar versaut. Du bist der Chef auf deinem Fest, du bist der Boss, du bist der Held. Was kümmert dich der Rest? Du bist so geil für diese Welt. Du bist so geil, du bist so geil. Du bist so geil für diese Welt. Du bist so geil, du bist so geil. Du bist so geil für diese Welt. Du bist so geil, du bist so geil. Du bist so geil für diese Welt. Du bist so geil, du bist so geil. Du bist so geil für diese Welt. Wir haben uns damit im dritten Album, die vierte Dimension, mit Absicht in die Nesseln gesetzt, auch der Plattenfirma gegenüber, ein Album zu machen, welches nicht irgendwie Dida 2 Tralala ist, sondern welches unsere, wie wir finden, sehr künstlerische und poetische Seite zeigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja, blondes Haar, so stand sie vor mir. 17. Oh, scheiße. Mit der vierten Dimension ist es auch soundmäßig sehr, sehr spacig werden. Insofern gelungen, dass es ein Kritiker-Fan-Album war und den Fans und allen gezeigt hat, dass die Fantastischen Vier bereit sind, ihre Popkarriere aufs Spiel zu setzen, nur um das zu machen, was ihnen wirklich gefällt. Das kommt, wenn ich rum. Wenn ich auf eine Frage, nehme ich mir das rum. Du machst die Augen auf, machst die Augen, mach die Augen auf. Und dann sagst du mal und mal, ob ich das auch so machen kann. Kann ich sein wie die anderen, muss ich wie die anderen sein? Oder muss ich alleine weiter? Gibt es eine Antwort? Nein, ich schaue mich allein hinein. Und das wird still. Im Rahmen des Ganzen hat uns eigentlich nichts ausgemacht, dass die vierte Dimension sich jetzt unter geschäftlichen Interessen wieder nur ein Drittel so oft verkauft hat, wie viel gewinnt. Also eigentlich ja dann ein Einbruch war. Du bist so geil, du bist so geil, hey, du bist so geil für diese Welt. Wir haben Gold dafür bekommen, also totale Anerkennung unseres Respekts, das mit Taka Mehr, was heute noch ein Hit ist für ganz viele Leute, war nicht mal in den Top 100, also da war eindeutig, ist was schief gelaufen, sonst wäre das nämlich auch ein Hit geworden, und genauso hätten wir heute, wie Leute sagen, Dida, Dida, so wahrscheinlich sagen, Taka Mehr, Taka Mehr, so ist dieses Lied auf ewig schön geblieben, genauso wie die vierte Dimension. Was wir uns eben ermöglicht haben durch diese Platte ist, allen zu zeigen, was wir wirklich, was wir noch können. Pause!
Stuttgarter zur echten Nagelprobe. Fast die komplette Tour wurde von großen in kleinere Hallen umgebucht. Durch die mangelnden Einnahmen musste der Tourveranstalter sogar einige seiner Mitarbeiter entlassen. Und selbst die Fantastischen Vier durften am Ende draufzahlen. Die fetten Tage waren definitiv vorbei. Du bist so geil für diese Band. Wir hatten uns schon darauf eingependelt, viel gewinnt war ein einmaliger Glückstreffer von irgendwelchen wahnsinnig vielen Platten und die Vierteldimension mit Gold, also bitte mit 52.000 Platten lässt sich auch hervorragend leben und es macht viel Spaß. Blasen? Ich genieße es, also Sie dürfen mich nicht falsch verstehen, ich habe Spaß daran. Ja! Wie wir abgegangen sind auf der vierten Dimensionstour. Wir hatten so ein Rollo und dann dieses Logo, dieser Kron, wie heißt der Dinger? Turbus der vierten Dimension. Fuck, wenn man so umgeschaltet hat, war Weltall. Außerdem haben wir einen Quattro-Sound, das heißt, wir können Musik oder Sounds, Klänge von vorne nach hinten, von hinten nach vorne, vielleicht auch von rechts nach links oder von oben nach unten, das wissen wir noch nicht so genau, das sehen wir danach, aber das Schauen hören. Wir haben die Leute zugeballert mit Wahnsinn und das war für uns so, that's all we can do and more. Und deshalb habe ich es auch nicht so in Erinnerung, dass ich sage, oh, wir waren total deprimiert, weil die Hallen nicht ausverkauft, wir haben gerockt. Für uns war es eindeutig so, dass wir uns schon mit der vierten Dimension völlig freigeschwommen hatten. Die vierte Dimension. Wir hatten irgendwie unsere eigene Kredibilität zurückgewonnen. Wir waren tief, hatten gezeigt, dass wir eine tiefe Seite haben, dass wir eine experimentelle Seite haben. Und haben uns durch dieses Freischwimmen eben ermöglicht, Projekte wie die Reimachse, später dann Mega 4 und alles einfach umzusetzen und zu machen, weil wir nicht das Gefühl hatten, in irgendwelchen Bahnen weitergehen zu müssen, sondern wir waren als Band für uns definiert. Und das war eigentlich ein ganz guter Punkt zu der Zeit, von dem aus wir dann gut weitergehen konnten. Nachdem Smudo schon mit der Reimachse auf ersten Seitenpfaden wandelte, beschritten die Fantis 1994 zum ersten Mal gemeinsam neues Terrain. Im Rahmen des aufkommenden Crossover-Trends schlossen sich die Rocker von Megalomaniacs mit den Fantastischen Vier zusammen und veröffentlichten ihr gemeinsames Album Mega 4. Kam aus einer Live-Idee raus, die Megalos sind mal auf uns zugekommen, weil so ein Crossover-Festival stattfand in Frankfurt. Und dann hat Smudo eben noch sein Solo-Project mit der Jazz-Kantine. Jazz-Kantine gemacht. Matthias Lanzer hat ein Rap-Label in Braunschweig. Und Aaron, sein Studio-Techniker, Christian Eitner und Ola Sander, die sind Jazzmusiker eigentlich. Und dann haben sie sich überlegt, wie wäre das, wenn wir unsere Jazzmusiker und der Matthias, die ganzen Rapper, zusammentun. Boom, boom, pass, und fing der Hip-Hop an. Ich erinnere mich an den Urknall, an dem alles begann. Das Universum dehnt sich aus und wird kühler. Ich benutze meine Fühler und suche andere Schüler. Ich habe dann eine Single mit abgeliefert, oder eine Platte, und das fanden die ziemlich gut und haben dann eine Single gemacht. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir an eine große Firma kamen. Ist unsere Aufgabe, Respekt ist unsere Aufgabe, Respekt ist unsere Aufgabe und nicht eine falsche Maske, die ich aufhabe. Respekt ist unsere Aufgabe, Respekt ist unsere Aufgabe, Respekt ist unsere Aufgabe und nicht eine falsche Maske, die ich aufhabe.
Nach den ganzen Nebenprojekten besann sich der Benztown-Vierer Ende 94 wieder auf seine Wurzeln und begann mit der Produktion zum nächsten Album Lauschgift. Doch so unbeschwert wie früher konnten die vier nicht mehr ans Werk gehen. Mittlerweile hatte sich ein neues Hip-Hop-Lager aus Frankfurt namens Rödelheim Hardrime-Projekt etabliert, das den Stuttgartern nicht besonders gut gesonnen war. Durch unseren großen Pop-Erfolg hatten wir natürlich immer entsprechend zu tun mit dem kritischen Lager, das sich auch sehr viel aus der realen, in Anführungszeichen, Hip-Hop-Szene zusammensetzte. Das hatte uns schon mal ein bisschen gekümmert, weil wir uns durchaus als reale Hip-Hop-Musiker verstehen, die einen langen Weg gegangen sind, und wir betrachten das sehr ehrgeizig. Demzufolge hat uns die eine oder andere Kritik auch wirklich mal gerührt und wir haben entsprechend darauf reagiert. Hey! Bist du nicht das Sellout-Schwein? Jeden, der versucht, Hip-Hop in den Dreck zu ziehen. Dann plötzlich kam aber aus einer dritten Ecke das Lager Rödelheim, was bis dahin überhaupt nicht aufgefallen ist, in keiner Situation, die irgendwie mit Hip-Hop zu tun hatte, jedenfalls nicht, die uns oder vielen anderen Kollegen bekannt war. Das ist doch gar nicht lustig. Und dort kam eine sehr mainstreamige, professionelle Platte heraus, wo wir ganz eindeutig zusammen mit einer Reihe anderer Bands auch ganz eindeutig angegriffen wurden, in Anführungszeichen. Ich jage dumme Reimsprecher wie Verbrecher, sie sind lächer. Sicherliche Bierbecher leer, schwer, wer, mal der, der da, sehr. Ähnlich einem Titel eines Peter Diddle-Dums. Nein, ihr Lied von wir Stuttgarter Jungs. Komm, sie nennen sich fantastisch, ich wundere mich, was sich die Jungs dabei denken, sie sind spastisch. Lass mich drastisch, sagen wir, wie's ist, mit List. Wenn ihr abgepisst, angepisst, bis ihr wisst, mal wer, wie was, mal der, die, das. Projekt aus Rödelheim kommt krass. Viel Feind, viel eher, ne? Also wir waren berühmt, deswegen gibt's auch viel Gegenstimmen. Ganz klar. Nur wir haben uns nicht groß schocken lassen, wir haben weitergemacht, unser nächstes Album gemacht, Lauschgift. Und das hat gebrannt. Und sie ist weg, die Nummer 1. So ein Blödsinn. Es war sogar so, dass wir mit der Plattenfirma einen kleinen Zwist hatten, weil die der Meinung waren, wir müssen uns jetzt andere Budgets angewöhnen als die Verwöhnten von Vier Gewinnt. Und wirklich jeden, die Trendscouts in der Firma, genauso wie unsere eigene Einschätzung, wurde komplett Lügen gestraft. Mit einer Promotion-Aktion sondergleichen machten die Funties wieder auf sich aufmerksam. Nach längeren Diskussionen mit der Plattenfirma schaffte es der Bär, einen Etat von 1,4 Millionen auf die Beine zu stellen und sprengte damit alle Grenzen. Innerhalb eines Tages wurden drei Städte zu Autogrammstunden angeflogen und Viva folgte den Jungs dabei auf Schritt und Tritt. Die Fantastischen Vier waren wieder zurück. Okay. Bitte, alle Autogramm, bitte! Aufgrund des großen Erfolges von Lauschgift musste die anschließende Tour in die Verlängerung gehen. Und plötzlich trat eine völlig unbekannte irische Band ins Leben der Stuttgarter. Richtig ist, dass die hervorragenden Kontakte, die Smudo zu Viva hat und pflegt, uns verholfen haben, durch diesen Sender, über diesen Sender, weltberühmt zu werden. Matthias fuhr nach New York, um dort ein Interview zu machen mit U2. Und ich habe zufällig mit ihm vorher gesprochen, wir trafen uns in der Pommesbude beim halben Hähnchen und einem Bier. Und habe ich zu ihm gesagt, Matthias, frag doch mal Bono, wer denn so als Support mitkommt. Das ist Fachjargon und heißt Vorgruppe. Da kommt als Vorgruppe nach Deutschland. Und dann hat der Bono gefragt und Bono hat vor laufender Kamera gesagt: Can I just say, in front of the world, das heißt, kann ich jetzt vor aller Welt sagen, our first choice in Germany for these dates. Leader, Fantastischen Vier. Yeah, almost. Okay. Say it for me. Fantastischen Vier. Was geht? Was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Was geht? Was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Was geht? Was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Was geht? Was geht? Natürlich könnte man auf den ersten Blick meinen, dass es etwas merkwürdig wäre, wenn eine Band wie U2 und wie die Fanta 4 zusammen auf einer Bühne stehen an einem Nachmittag und man sagt, Rap und Rock, passt das denn so zusammen? Aber ich sage nein,
weil die Fantastischen Vier. Nein, nicht. Nein, das passt natürlich zusammen. Ja, meine ich natürlich, es passt zusammen. Weil ist es nicht so, dass U2 versucht, progressiv zu sein, nach vorne zu blicken, sich selbst nicht zu passivieren und sich nie auf seinem musikalischen Lorbeeren auszuruhen? Ja. Und auch wir versuchen immer neue Sachen zu machen, neue Grenzen abzubrechen, immer neu zu sein. Und diese Blickrichtung, diese Attitude, wie ich auch gerade von Bono höchst persönlich versichert bekomme, das stimmt. Ja. Ist es tatsächlich so, dass wir attitude-mäßig zusammenpassen und eine gute Mischung macht einen guten Abend aus? Guten Abend auch. Jetzt muss es raus! Jetzt pack ich auf, ha! Und wenn's euch nicht gefällt, dann spann ich den Applaus, ha! So, was für meine Woche war, dann zieh ich mir für tausend. Ich über Nacht zu dem gemacht, was ich jetzt zu Papier gemacht. Hätte ich länger drüber nachgedacht, dann wär's sicher wieder was im Fass, was man verrückt sein kann. Das hier regel ich allein, ich will nicht mehr vernünftig sein. Ich sag mir immer wieder laut und deutlich, nein! Es folgten unzählige Festivals und Open-Air-Veranstaltungen und der Drang zu einer weiteren Veränderung. Nachdem es die Toten Hosen schon vorgemacht hatten, gründeten auch die Schwaben im August 96 mit 4Music ihre eigene Plattenfirma. Wir haben ein eigenes Plattenlabel, 4Music. Keiner hat ein T-Shirt an. Mensch, das ist schlechte Promotion. Egal, wie viel auf Englisch sind wir, ja? Und machen da andere Bands, helfen denen ein bisschen im Business zurechtzukommen, ein bisschen Platten rauszubringen. Gut so, gut so. Sind da jetzt auch überraschend, nicht für uns, für manchen da draußen vielleicht, sehr erfolgreich gewesen mit Freundeskreisen. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Die wir uns begegnet sind und kann mich nicht ablenken. Das bis auf die Haut, so stand sie da, RNA. Und haben dadurch, also mit Anna, der Single, auch genauso wie mit der LP, immer wieder richtig schön hervorragend erstklassigen Hip-Hop unter das Volk gebracht. Das ist natürlich auch was uns glücklich macht. Und was kommt danach? Das erste Live-Album. Mit Live und Direkt, das auf der Lauschgift-Tour aufgenommen wurde, zogen die Fantastischen Vier allerdings erstmal einen Schlussstrich. Eine ausgedehnte Tour hinterlässt eben auch ihre Spuren. Und so beschlossen die Fantis, eine längere Schaffenspause einzulegen, die zwei der Bandmitglieder für ihre ersten Solo-Alben nutzten. Thomas D. legte mit der ersten Single Rückenwind den Maßstab. Die Nachfolgesingle Solo schaffte sogar den Sprung bis in die Top 20 der Charts. Ein Erfolg, von dem Hausmarke mit seiner Single Mädchen Nummer 1 nur träumen konnte. Auch sein Album weltweit blieb deutlich hinter dem von Thomas D. zurück. Die beiden Soloalben von Willy Beck und Thomas D. waren sehr wichtig, ein Meilenstein in der jeweiligen persönlichen Entwicklung und natürlich auch für uns, die wir da nur zugucken konnten, einfach mal zu sehen, was machen die Jungs denn, wenn man sie ganz alleine loslässt. Ich packe meine Sachen und will raus, mein Kind. Thomas D. ist auf der Reise und hat Rückenwind. Ich sage es euch auf diese Weise, alle, die am Suchen sind, sind mit mir auf der Reise, haben Rückenwind. Mädchen Nummer 1. Und ich glaube daran, dass es ewig dauern kann. Man lernt die eigenen Bandkollegen nochmal neu kennen auf diese Art. Und wir haben uns natürlich auch weiterentwickelt. Smudo ist diversen Aktivitäten nachgegangen. Ich ebenfalls hauptsächlich mit dem Studiobau, weil das war die große Vision. Jetzt müssen wir echt alles selber machen, auch das Studio. Und das machen wir gerade im Moment. Das kommt ziemlich gut. Komm zu mir. Den größten Erfolg konnte Thomas D. allerdings mit keinem seiner Songs landen. Mit dem Soundtrack zu Lola Rent, bei dem er Hauptdarstellerin Franka Potente bei ihrem Sangesdebüt zu Wish unterstützte, erntete er für 250.000 verkaufte Singles Gold. Damals wir zusammen kamen, war es wie eine Explosion und ich schwöre, ich spüre die Erschütterung immer noch. Ich weiß, du rennst und doch bist du erst nah und da, wenn du in meinen Armen liegst. Ich geh zu Boden, wenn du nicht mit mir fliegst. Oh Baby, bitte, bitte, lauf, lauf, gib nicht auf, ich hab dich vermisst. Es fressen mich Dämonen auf, wenn du nicht bei mir bist. Ich tu, was du verlangst, hab keine Angst. Ich lass dich nicht allein, denn uns gehört die Welt. Wir können alles sein, doch jetzt bist du auf dich gestellt. Was viele Leute gedacht haben, es war von uns niemals nur angedacht oder geplant, dass wir uns jetzt auflösen. Schade. Ganz arg viele Leute haben uns, sowohl mich als auch Thomas, angesprochen. Ja, was macht ihr? Produziert ihr wieder? Ja, aber weiter in euren Solo-Sachen, ne? Band und so, gibt's nicht mehr. Das habe ich nie verstanden. Wieso, nur weil eine Band mal ein bisschen Pause macht, wieso soll die gleich weg sein? Komm ein bisschen näher, komm näher, hör mir zu, mach dich locker, entspann dich so, wie ich es tue. Und dann spürst du, wie der Rhythmus in dich eindringt und dich einnimmt und dich einnimmt. Vielleicht werde ich dir erzählen, was du sehen willst oder fühlen willst, was du spüren willst. Vielleicht nichts von dem, denn ich kann nicht sehen, wie du bist, weil was ich denk, nur in meinem Kopf ist. Nur in meinem Kopf seh ich dich so, wie ich dich sehe. Nur in meinem Kopf die Dinge, die nur ich verstehe. Nur in meinem Kopf läuft es ab, was mich betrifft. Doch betrifft es dich und wird wie Gift.
ersetzt hab, dich dadurch verletzt hab. Ich weiß, tief in mir drin bestreite ich nicht die Wichtigkeit unserer Zweisamkeit. Es tut mir leid, das ist nur in meinem Kopf. Also eins muss eins für alle mal klar sein, wir haben es uns erst neulich wieder geschworen, wir sind Brüder. Saufen ist nicht, Weiber kannst du dir abschminken, vergiss die Drogen, du wirst rein sein. Wir werden immer zusammen sein und selbst wenn wir 5 Jahre keine Platte machen werden, wir werden immer wieder, oder Thomas, komm schon. Auf jeden Fall, Fanta 4 forever, baby. Pause! Der MFG sehen wir als Zeichen, das ist... ein Riesenbrei geworden. Diese ganze deutschsprachige Hip-Hop-Musik ist zu einem Riesentrendbrei geworden. Es gibt natürlich sehr viele gute junge Bands, die das weitertragen, das Ding, und neue Aspekte dazu bringen. Nur, es ist auf der anderen Seite auch so ein riesiger Kommerz-alter Hutbrei geworden. Sie nennen mich Superstar! Unser Anspruch an uns selber war schon immer, was zu verändern und was Neues zu bringen. Und ich denke, das ist halt MFG für uns und hoffentlich auch für euch. Sie nennen mich Superfreak! Das hat alles gesagt. Weißt du, in einem Lied, wo eigentlich nichts gesagt wird, wird alles gesagt. Wir behandeln die Welt mit diesem Thema. Und das war einfach der Anspruch an uns. LTU, TNT und IRA. Ende April wird dann endlich das lang erwartete 6. Studioalbum 499 veröffentlicht. Zum ersten Mal arbeitete der Benztown Vierer im eigenen, von Andy Y konzipierten und gebauten Studio. Ob sich das auf die Platte in irgendeiner Art und Weise ausgewirkt hat, kann jeder ab dem 27.04. selbst herausfinden. Es sind auf jeden Fall eine Menge Songs drauf, die im Endeffekt Fanta 4 Songs sind, nur in der neuen Zeit eingebettet. Bla 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 bla. Wir behandeln weiter das Leben, unsere Umwelt, das Universum. Und das Universum und den ganzen Rest. Und das in verschiedenen Arten und Weisen. Es gibt Abgelieder, es gibt sehr smoothe Stücke und es sind immer noch die Fantastischen Vier, nur 4 Jahre später. Wer also gedacht hat, die Fantis seien am Ende, kann sich Ende April vom Gegenteil überzeugen. Auf Tour geht's dann wieder im Herbst. Der Startschuss fällt am 25.09. in Borken. Und auch hier gilt die alte Fanta 4-Regel. 4 gewinnt. Es ist aus, so Gott. Hat sonst noch irgendjemand was zu sagen? Ich mach dich kalt! Ciao, schnöde Welt.